Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Elden Ring. Oh, ich bin jetzt 2, 3 Tage her. Wo waren wir? Unten. Wurzel. Sarg. Ja. Stimmt. Ich war im Überlegen, ob ich mir nicht vielleicht mal den anderen Weg der Einsel anschaue. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Wir haben hier nämlich noch den Brunnenboden der Einsel. Der war in Liurnia jetzt hier an der Seite vom Riesen bewacht. Ich würde gerne von der Seite mal schauen, ob wir bei den Wurzeln ankommen, wo wir das letzte Mal diesen komischen Avatar gesehen hatten. Apropos Avatar. Ah, ich habe auch noch so eine Rechnung offen mit diesem einen stinkenden Avatar. Wenn ich mich jetzt gerade recht erinnere, der war irgendwo... Oh. Kelet, kurz vor der Brücke mit dem Drachen. So, auch hier wirkt das so, als wenn man mit einem Sarg hierher kommen konnte. Genau, das machen wir gleich. Also einfach mal, ich habe gerade Bock, hier unten rumzurennen. Ich finde dieses ganze Gebiet hier unten einfach, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich liebe es über alles. Okay. Immer ein Stern. Das ist okay. Oh, hi! Gut. Mach das Spiel ein bisschen leiser. Hopp, hopp. Das schreit mich gerade so an. Da war einfach nur eine Ameise oben, die keinen Bock hatte, runterzukommen? Okay. Ist okay. Übrigens hätte ich, glaube ich, auch mal Bock auf neue Zauber. Ha. Also, ich stehe auf meinen Steine werfen. Gar keine Frage. Aber da könnte man noch mehr rausholen. Wow. Gut, gut, dass wir das jetzt einmal machen. Sonst würde ich mich ja später noch viel zu sehr mehr langweilen. Gnadenimitator. 8 Stück? Och, was war das noch? Das Licht weist den Weg jedoch ohne Ordnung. Aha. So. Ach, das ist ja cool. Bin mir gerade nicht sicher, ob es den Weg zeigt, wie es weitergeht. Oder ob es den Weg zeigt zur nächsten Gnade. Ey, komm. Meine Axt ist stärker als dein Körper. Wissen wir doch mittlerweile. Mach uns mal ein großes Licht auf. Ja, ich habe richtig Bock, ein bisschen mit der Magie weiterzumachen. Ach komm, ab in die Schatzkammer. Moin. Jemand da? Silbernes Blümchen? Eine Rune? Eieiei, dieser Fernkampfangriff ist echt unangenehm von denen. Doch, Schlimmeres ist das nicht, aber... Biedestein 3, ja, okay. Mir ist gerade nur wichtig, dass ich eigentlich wieder gerne alles sehen wollen würde. Ah, hier, Äonenrune, komm her. Ach, Goldene Rune 10. Naja, ist okay. Ich hab grad nicht mal eine Rune aktiv, oder? Doch? Komm. Lass mal wieder mit einer Rune spielen, mit unserer schönen, großen... Ich fürchte, hier geht's weiter. Das ist doof.
Palastruinen. Aha. Okay, wir gucken uns mal weiter um. Aber schon mal wieder cool, was man hier alles so entdeckt. So. Mir fällt auch gerade ein, ich liebe ja diese Souls-Spiele From Software-mäßig. Ich habe noch nie Souls-like gespielt. Na gut, warte mal. Streng genommen ist Elden Ring, glaube ich, auch Souls-like, weil es ist ja kein Dark Souls. Das ist ja wieder was anderes. Es gibt aber momentan ein Spiel, was da jetzt bald rauskommen soll. Hier Lies of P. Beziehungsweise, was heißt hier bald rauskommen? Es sollte jetzt vor Chance gekommen sein. So, jetzt wo diese Folge mal rausgekommen ist. Das reizt mich doch sehr, 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 sehr. Da werde ich mal, glaube, das werde ich mir auch mal gönnen. Wird der jetzt nicht direkt so YouTube-Videos draus machen? Glaube ich. Wenn ich natürlich wieder irgendwo denke, ich habe Zeit und kann das machen, dann schon. Ich glaube, ich werde es mit dem Stream mal anschauen. So, jetzt müsste ich gleich wieder zu diesem Ul-Palast-Ruin kommen, oder? Ja, nur halt an der Mauer, die ich ja eben gesehen hatte. Genau, wir waren eben da vorne. Das heißt, ich bin jetzt, glaube ich, auf mehreren Wegen weitergekommen und habe den optionalen Weg einfach komplett vergessen. Oh! Oh! Na gut. Das ist doch angenehm hier. Machen wir hier. Nix. Gut. War auch ein bisschen wahnsinnig, einfach runterzuspringen. Ich meine, oben war nämlich noch eine Abzweigung. Die woanders langgeführt hat. Und ich bin hier runtergegangen in der Überzeugung, weil, hey, Schatzkarte, Schatzkammer, das wird bestimmt irgendein optionales Kämmerchen sein, wo man ein bisschen Loot abgreifen kann. Der Loot war. Und es ging auch noch weiter. Was soll denn der Scheiß? Hi. Und da. Echt jetzt? Ernsthaft? Dafür bin ich zurückgelaufen? Schon ein bisschen bescheuert. Herrlich. Gut. Entschuldigung. Aber ein paar Meter zu viel gelaufen, Leute. Eieiei. So, und gehen wir jetzt aber hier oben lang. Der Weg wirkte etwas cooler und wir haben die Gnade ja jetzt freigeschaltet. Das ist schon gut genug. Wow. Sind wir wieder in den langen Tunnel. Und gleich wieder bei den Ul-Palast-Ruinen. Aber jetzt springe ich hier drauf. Haha! Darunter. Himmelstau. Okay. So, Leute. Dann lasst uns mal Spaß haben, ne? Wuhu! Ihr seid definitiv schwächere Kandidaten als die letzten, die ich hatte. Was ich jetzt gerade tatsächlich ganz angenehm finde, weil ihr doch relativ viele seid. Wupp. Hör auf damit. Wir wollen nicht, dass du zauberst. So, da gehen wir gleich rein. So eine große Truppe. Moin, Leute.
Rundschlag! Woo! Er hat nicht mal Ausdauer gekostet, weil der Kampf nicht getriggert war. Wow. Ich bin begeistert. So, ist hier doch irgendwas versteckt, also... Hier am Wasser finde ich jetzt unsympathisch. Goldene Rune... Goldene Rune 1? 1? Kann ich den Fahrstuhl eigentlich rufen, obwohl ich ihn noch nicht benutzt habe? Ja, kann ich. So ein klassisches Souls-Moment wäre es gewesen, dass ich ihn nicht rufen kann, weil ich von der anderen Seite ihn noch nicht gestartet habe. Ja, weiter im Text. Rune 2. Oh. Oh. Gutes Zeug. So. Oh, warte, genau so ein Viech hätten wir, glaube ich, auch in der anderen Ecke eben gehabt. Ich glaube, der Witz ist... Durchlaufen. Und hochklettern. Oder super Reichweite im Bogen haben. Räumen wir vorher hier auf. Ei, jetzt tut hier... Na gut, vielleicht sind sie auch gar nicht so viel schwächer als die anderen, die ich hatte. Vielleicht bin ich also mittlerweile halt anständig stärker geworden. Die Option besteht ja tatsächlich. Ey, Leute! Ich war gerade mit Eigenlob beschäftigt. Ihr könnt mich doch nicht einfach unterbrechen. Was heißt hier Lob? Ich habe halt ein bisschen gelevelt. So viel dann zum Thema, ich laufe durch. Die gibt's, glaube ich, auch nochmal als Boss und das ist echt der letzte Rotz. Oh, ich glaube, die gab's auch. Warte. Mein löcheriges, aber ab und zu gut funktionierendes Gedächtnis sagt mir, hier oben ist ein Händler. Aha, da ist er ja. Karte von ein... Oh, sehr schön. Kann ich noch nicht drauf gucken, schade aber auch. Ich wurde getroffen. Einer seiner Kieselsteine hat mich erwischt. Schade aber auch. So. Hi. Is someone there? A customer? Ja. Oh. How long has it been? Jedes Mal wieder. Warum wundern die sich, dass sie keine Konten sehen? Handbuch des magischen Kriegers. Komm, nehme ich einfach. Ist immer gut. Himmelstau. Nö. Gravitationsbrocken. Nö. Handbuch vieles Parfümiers. Ja, das nehme ich. Oh, nehme ich diese verlorene Kriegsasche auch mit. Ich habe ein paar Sachen doppelt. Willst du was haben? Hier, bei der Rüstung speziell. Rüstung und Waffen. Hier, komm, kannst du einen Dolch haben? Aufgrund habe ich schon ewig nicht mehr. Obwohl bei den Waffen so, ich glaube, so zwei gleiche Modelle würde ich hier vielleicht sogar behalten. Falls ich auf komische Dual-Ideen komme, aber... Nee. Das tut nicht Not.
ist gar nicht so schlecht. Hier aufräumen. Oh ja. Halt schon viele. Okay, danke. Haben wir nun? Ja, 5000. So, der große Witz war, wie gesagt, ich musste, glaube ich, hochklettern und mich dabei nicht von den komischen Felsdingern zerklöppeln lassen. Lass uns gucken, dass ich es hinkriege. Gut ist, sie machen ja grundsätzlich gar nicht so viel Schaden. Ich könnte ihn auch selber mit Steinen bewerfen, ich weiß es nicht, aber... Egal, anderes Thema. Goldene Rune 3? Immer noch gerne Geisterteil Linie 4. Nix. Einfach nix. Naja. Ich weiß, du magst mich nicht. Jetzt hat ein paar Treffer mehr passiert. Da hätte ich hochgekonnt. Bist du denn hier? Ameisensammlung. Horn-Talisman der Immunität. Erhöht die Immunität. Gut. Verzweiflung. Krösus. Vorsicht links. Ach Gott! Mistviechers. Gute Nachricht! Vorsicht links! Danke, 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 danke! Oh, die müsste ich gleich mal positiv bewerten. Seife. Wuhu! Der Gifttümpel, den ich vor... Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich erwähnt habe. Hier ist er! Da unten ist er. Hier ist er doch mal eine ganz andere Richtung. Mal ganz kurz. Hauptamt, wo war ich denn das letzte Mal? Ich glaube, mit dem Sarg runtergekommen. Sind wir tatsächlich hier, oder? Witzig. Und dann kommt man hier? Ah. Hier geht natürlich, ging natürlich nicht, aber dann würde ich hier zum Brunnenboden kommen. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Brunnen hier tatsächlich einfach so rum und komme wahrscheinlich dann da irgendwann mal raus. Vielleicht.
Das ist also auch wieder nicht die Ecke, die ich meinte. Ha! Naja, jetzt machen wir sie kurz fertig. Vorsicht vor links. Gut. Gut bewertet. Bitteschön. Ich meine, man kriegt immer kleine Benefits, wenn man Nachrichten hinterlässt, die gut bewertet werden. Ich glaube, da regeneriert sich so ein Heiltrank oder irgendwie so ein Spaß. Weiß auch schon wieder gar nicht, wo ich hier gerade langlaufe. Holzner Pilz? Mhm. Wie wirkt das wie eine Falle mit der leuchtenden Blume da? Oh ja. Achtung, Truhe. Was? Bosskampf. Ich sehe. Okay, dann müssen wir dieses komische Steinschleuderviech einfach nochmal umbringen. Einfach aus Prinzip. Oi, oi, oi. Okay, ich habe gerade doch wieder eine Idee, wie man da... Ah! Moment mal. Das, wo ich... da unten angekommen bin mit den Wurzeln. Ich glaube, das war die erste Sargtour. Da hatte ich noch gesagt, man kommt irgendwie auf dem anderen Wege oben von da runter. Ich glaube, das war von irgendwelchen Teilen in der Oberwelt, irgendein Gebäudekomplex. Ich glaube sogar mit versteckten Wänden, wo man sich dann durchkämpfen konnte, um dann da reinzukommen. Ah! Vorsicht links? Nee, hä? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Gehe ich gerade zurück? Ja, ich gehe gerade zurück. Sehr gut. Oh, Mann! Oh, wow! Hey, hier ist eine Gnade! Hey! Ich will das Viech da oben auf jeden Fall tot sehen. Aus Prinzip. Einfach, weil ich gerne alles umbringe, was umzubringen ist, ne? Okay, hier hoch. Ist nicht so klug. Ja, ja, ja. Du kannst Steine werfen, ich weiß. Muss darüber irgendwie. Oh, hi. Alle drei erwischt. Cool. Wie komm ich darüber? Ohne Pferd vor allem. Haben wir da oben vielleicht doch eine versteckte Wand oder so? Ha. Das sind nicht. Ja, 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 ja.
Schmeiß mal zurück. Aber nicht. Es gibt ja noch weiter oben. Witzig. Also irgendwo kann das, es kann natürlich sein, dass es wieder durch irgendeinen späteren Spielverlauf erst so weit kommt, dass man da hoch kann. Es kann sein, dass ich jetzt einfach blind bin. Aber ich befürchte gerade, es gibt keinen Weg da hoch. Hier einfach an der Seite hoch? Oh, okay. Das könnte was werden. Moment. Software, ihr Schweine! Oh, doch. Woo! Geht doch! Aber ich mir relativ sicher bin, dass das wohl nicht der offizielle Weg ist. Oh ja, schmeiß mal ein paar Steine. Danke. Habe ich den Looter? Nö. Schmiedestein 1. Ah, dafür mal 3 Stück. Ma. Ich habe gerade das Gefühl, den Weg gefunden zu haben. Wow. Sind wir wieder bei den Ul-Palast-Ruinen hier? Ich bin hier durch die Tür gegangen, aber hier an der Seite ist einfach ein Weg runter. Der hätte dahin geführt. Okay. Wissen wir das? Auch. Aber jetzt freue ich mich wieder, dass ich einen anderen Weg gefunden habe. Also eigentlich ist das sehr gut. Hopp. Stirb. Ah, ich habe die Waffe im einen nicht geführt, deswegen habe ich nicht so viel Schaden gemacht. Hey. Stimmt, unwichtig. So, hier hoch. Oh. Komm. Du, deine Haltung ist im Arsch. Kaputt. 3800? Ich bin raus, okay. Sünder voraus. Rechts. Okay, ich werde hier gerade schon wieder getrollt, wenn ich nach. So, ist hier oben überhaupt irgendwas? Na? Die Antwort ist einfach nein. Wir versuchen es, okay.
dabei. Ich glaube, es ist ein anderer Weg vorgesehen. Also es wird noch andere Wege geben hierher. Na gut, dann laufen wir jetzt mal kurz diesen Boss. Machen den First Try, dann ist alles gut, ne? So viel zu meinem Plan. Ich finde, an sich klingt der Plan nämlich gut. War das hier durch? Da runter, da? Ich glaube, da runter. Ah, vielleicht komme ich da oben, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, hin. Dass sich die beiden Wege hier quasi bei dem Boss treffen. Also da, von dem wir vorhin die Schnellreise gestartet haben. Wo wir mit dem Sack gelandet sind, dann hier. Okay, mehr Gedanken möglich. So, also ich gehe auch davon aus, dass das ein Boss ist. Diese Arena ist doch sehr flächendeckend. Und ich glaube, da vorne, dieses Tor unter seinem Thron wirkt doch sehr... Wonach gleich ein goldener Nebel da ist. Ne? Ja, komm. Schickes Bild. Oh, zwei schicke Bilder. Cool. Blutsoldat von Nox Teller. Na, was auch immer. Und ich hab doch schon mal Drachenblutsoldaten gemacht. Nur lief der noch an einem Stück. Na gut, der läuft auch noch an einem Stück, aber der sah nicht so von Geste aus und ist nicht gekrabbelt. Ihr Leute mit eurem Schild, ich liebe euch. Ihr seid eigentlich nur da, um die Gegner abzulenken, sodass ich draufklöppeln kann. Ein ausgesprochen simples und gut funktionierendes Konzept. Ich glaube, das ist tot. Witzig. Meine Soldaten haben ihn noch umgebracht. Er war wohl noch nicht ganz tot. Danke, Jungs. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. War schön. Ich muss mich mal um euch kümmern. Ich brauche so eine Geisterteil-Lilie 4 für euch. Wieso seid ihr noch da? Mich jetzt nicht beschweren, aber warum sind sie noch da? Hey, und der nächste Sarg. Nee, Kiste. Wunder oder so war da drin, ne? Große Geisterteil-Lilie. Um irgendeine, die mit Geisterteil-Lilien auf plus 10. Komm. Schade. Kein Pferd voraus. Ist das die Sackgasse? Das ist eine Gnade. Ist das echt eine Sackgasse hier? Okay. Gut. Dann ist dem halt so. Finde ich gerade ein bisschen schade, aber... Ja. Ich schlag dir jetzt trotzdem noch mal ein paar Sachen ein. Vielleicht passiert doch noch mal ein Wunder. Gut, nö. Dann hat sich das dahingehend erledigt. Dann machen wir beim nächsten Mal tatsächlich da weiter, wo wir heute angefangen haben, da wo wir mit dem Sarg gelandet sind. Ich will diesen Einzelbereich hier fertig haben, einfach nur, weil ich... Nein, ich will ihn nicht fertig haben. Eigentlich will ich, dass er niemals endet, aber ich kann hier gerade nicht aufhören und er ist halt irgendwann mal vorbei. Kann ich mir ein Level leisten? Nicht ganz... Guck vielleicht nochmal, ob ich nochmal ein, zwei Zauber mitnehme. Aber dann sind wir soweit durch für heute. Recht gut vorangekommen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen.
Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.